damit komme ich zu Thomas Hofmeier, unserem lieben Mitstreiter, der sich hier zum zweiten Mal unser Gast ist. Er war schon einmal da und hat uns dort über den Osiris-Mythos berichtet. Ich glaube, es war 2010, glaube ich, wo du da warst. Das ist also schon etwas länger her, die Zeit vergeht. Ich habe ihn aber wiedererkannt. Und ich kenne ihn auch indirekt durch Bücher zunächst einmal. Das war damals die Ausstellung, die du organisiert hast in der Schweiz, glaube ich, hast du mitorganisiert, ganz genau. Und dann haben wir dort gesehen, aha, schau mal, da hat sich jemand unser Buch angeschaut. Unser Paracelsus-Medizinbuch liegt dort. Dachte ich mir, guck mal, da ist einer nett zu uns. Und dann habe ich gesehen, dass da noch ein anderes Buch liegt. Und das war dieses hier, Geheimnisse der Alchemie, wo er dann der Autor, der Mitautor ist. Und das ist ein wunderbares Buch. Ich habe es mir gekauft und war dann also ganz begeistert. Habe natürlich sofort die ganzen Bilder abgekupfert für die eigenen Veranstaltungen und eigenen Bücher. Das macht man halt so. Und habe aber auch drin gelesen und war ganz begeistert und gedacht, ich muss Kontakt zu diesem Mann haben. Wer so ein schönes Buch macht, der hat bestimmt auch einen Esprit, den er uns mitteilen kann. Und dann habe ich jetzt, als wir diese Veranstaltung uns überlegt haben, gedacht, da wäre doch vielleicht dieses Prinzip des Merkurius sehr interessant. Ich finde, er ist auch eine merkurielle Gestalt, so vom Typ. Es gibt ja die jupiterhafte Gestalt und den Mars-Typen, ne, und den Saturn-Typen. Und so gibt es auch den merkuriellen. Das ist also, finde ich, so in seiner Person zeigt sich das sehr gut. Du bist Ägyptologe. Im ersten Leben, ganz genau, und hat sogar archäologische Grabungen mitgemacht in Ägypten und ist da natürlich insofern sehr interessant, weil ja die Alchemie ganz viel mit Ägypten zu tun hat. Es ist ja eigentlich der Ursprung letztendlich von den Mysterien her, die sich dann in der Alchemie in unsere Zeit jetzt hinein übertragen hat. Insofern eine wunderbare Brücke von dem alten Ägypten, von den Mysterien in die Jetztzeit und wir hören jetzt etwas über Merkur. Ja, vielen Danke dir. Begrüßen wir Thomas Hofmeier. Ich freue mich, dass ich Sie wieder behelligen darf mit allerdings etwas technischen Details. Ich bin der Historiker im Umzug. Ich heile niemanden, ich kuriere niemanden. Und mein größter Heilerfolg ist die Aufzucht einer abgestürzten Mönchsgrasmücke, die ich von Hand aufgezogen habe. Also immerhin. Also ich bin nicht Therapeut, sondern Historiker. Und deshalb müssen Sie jetzt mit ganz trockenen historischen Fakten rechnen und mit keinen praktischen Tipps. Das Positive ist, Sie können sich zurücklehnen und brauchen gar nicht richtig zuhören. Wir wollen uns Merkurius anschauen. Und zwar ganz schnell am Anfang, warum Metalle? Und zwar nicht jetzt in der Therapie eben, sondern warum kümmert sich Alchemie überhaupt um Metalle? Wie kommt man auf die hirnverbrannte Idee, eine ganze Theorie im Kern, vier Elemente, sieben Metalle, all das auf Metalle abzustützen? Man kann sagen, das ist so normal, so allgegenwärtig, dass man sich die Frage nicht stellen braucht. Aber irgendwie ist doch für mich, unbedarft als Historiker, irgendwann die Frage aufgetaucht, wie kommen die Irren auf die Idee, Metalle ins Zentrum von allem zu setzen? Wenn sie doch nachher Kräutermedizin, mineralische Medizin, alles Mögliche machen, aber Metalle sind historisch gesehen erst nach Paracelsus wirklich in der Medizin zum Beispiel angewandt worden. Wie kommt man auf die Idee, schon 2.000-3.000 Jahre vorher Metalle als Zentrum der Theorie zu verwenden? Dann will ich ein bisschen was zu Thoth, Hermes und Merkurius sagen, muss ich ja als Ägyptologe, ich meine. Und schlussendlich kommen wir dann zum richtigen Thema, nämlich Quecksilber. Merkurius als Prinzip. Warum Metalle? Wir kennen sie alle, die sieben Metalle. Und da gibt es wahrscheinlich verschiedene Antworten drauf, die alle ein bisschen richtig sind. Eine Antwort kann ich Ihnen als Ägyptologe geben. Metalle sind Staatsmonopol, sind wesentlicher Faktor der Tempelwirtschaft und auch der Tempelpraxis. Und da die Alchemie aus dem alten Ägypten kommt, ob es den Kollegen passt oder nicht in der historischen Gilde, das ist so, ist es sinnvoll und richtig, Metalle im Zentrum zu haben. Ägypten ist das Goldland.